Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Sonic Unleashed mit einem großen Ding. Ja, und Herr Runzons. Ja, nun Sonic. Stell dich einmal aus. Okay, jetzt müssen wir wirklich konzentriert hier spielen, sonst versage ich. Konzentration. Sei der Igel. Sei der Igel. Alter, das ist ja wirklich beschissen, wenn die Mittel sind, dann sieht man echt nichts. Ja. Vor allem jetzt schießt er nur zweimal, aber wenn die da links außerhalb des Bildschirms fliegen, ist das noch beschissener. Also sofern er in der Mitte aufmacht, wird's schwierig. Weil da muss ich alles abschießen, was rauskommt, und dann zusätzlich, wenn er in der Mitte steht, 5 Sekunden diese Taste drücken, muss ich so schnell wie möglich die Taste drücken, damit ich so viel wie möglich abziehen kann in der Zeit. Rechts oben ist eine Anzeige. Also jetzt mit Kinder wieder. Hallo, Abfeuer. Bam, 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 bam. Kombo. Sag mal, was müssen die mich jetzt alle anschreiben? Jetzt kommt's. Energieaufladen. Okay, ich komme hier schon recht gut über die Runden, denke ich mal. Ja, sieht doch ganz akzeptabel aus. Es geht los. Das war arschknapp jetzt gerade. Ja, das war auch wieder gerade arschknapp. Er hat mich nicht getroffen, obwohl es so ausgesehen hat, als hätte er mich getroffen. Er raucht schon, das schaut sehr gut aus. Ja, er hat ja nur noch ein Viertel des Lebens. Naja, ein bisschen mehr. Fliegt jetzt weg. Ah, oh, siehst du, das habe ich gemeint. Oh, das war auch knapp. Das war auch Glück, weil auf der rechten Seite, wo ich die Rakete nicht gesehen habe, war auch ein Kreis. Hat das automatisch das ausgemacht. Oh mein Gott, warum bin ich so still? So kennt man mich ja gar nicht. Oh, verdammt, ich bin nicht erwischt. Also jetzt wird er wahrscheinlich wegfliegen. Das heißt? Ja, wahrscheinlich kein Bonus für das. Doch, das ist die Nummer treffen können, oder? Er hat mit Maul von außen in dem Sinne. Ja, getroffen. Yay. Okay, er ist bis jetzt trotzdem dasselbe, er flüchtet auch. Also auch wenn man nicht besiegt, das habe ich selber aus eigener Erfahrung miterlebt, auch wenn er noch Leben über hat, flüchtet er. Cool. Okay, das gehört einfach zur Story. Ja, somit hätten wir diese Mission erledigt und wir sind angekommen. Sofern wir durch die Wolken endlich durchkommen. Ja. Viele Häuser. Und wo ist Dr. Pickle? Irgendwo da unten. Rang C. Sehr schön. C für cool. Oder Clown. Oder für beides. Ladesequenzen nerven. Okay, wir sind wieder in einer Stadt drinnen. Das heißt, wir können wieder wild herumlaufen. Und sliden. Und Leute reinsliden. Yay, GTA für Kinder. GTA für Kinder. Yeah, yeah. Schnelles GTA für Kinder. Yeah. Nein, das Kind ist. Das hat nicht Angst. Okay. Töpfe umhauen. Yeah, ich bin voll der Randale. Randalierst voll. Okay, gibt's hier irgendetwas oben? Ich kann mich erinnern, ich bin hier schon mal herumgelaufen. Ah, da war eine Rail. Was ist eine Rail? Ein Rail? Was ist eine Rail? Usch. Yeah, da ist ja wirklich was. Okay. Das war Glück, dass ich hier eine Medaille gefunden habe in diesem Bereich. Ja, wie geht's euch? Ich bin Igel. Warum sind die Köpfe von denen so groß? Keine Ahnung. Das stimmt. Wow, ich habe Angst. Hey, da war noch eine Rail drum. Ich bin jemand auf den Kopf gesprungen, aber er hat nichts gemacht. Okay. Nein, mit dir wollte ich nicht. Ja, keine Schule. Ich bin ein Igel. Soll ich in die Schule gehen oder wie? Ja, die Schule für Igel, da lernst du, wie du dich zusammenrollst und wie du... Wow, wieso ist es jetzt auf einmal so dunkel? Ey, ist egal. Ja, Cutscene machen wir mal. Wir schauen uns an, was jetzt los ist. Speicher, okay. Ladesequenz. Wieso war Eggman in dieser Gegend? Professor Pickle's been kidnapped? Oh nee, oder? Doch. Oh, erst eine Entführung, dann ein Erdbeben. Mit einem Ei! They carry poor Professor Pickle off, lab data and all. It can't be.
That sure sounds like Eggman. What a horrible thing to do. We've got to go help that professor guy out. And fast. If he got kidnapped that long ago, he's got to be real hungry by now. Das ist immer seine größte Sorge, das Essen. I don't know how long I would last. I'd rather be dead. Was zum? I'm sure Eggman is feeding him. Even he's not that cruel. Okay. Let's go and find the professor. Yeah. Lass uns den Professor finden. Professor Pickle. Okay, jetzt müssen wir zuerst einmal herausfinden, ob irgendwer in der Stadt das mitbekommen hat, wie entführt worden ist. Und das heißt, was für eine Art für Person würdest du anreden in einer Stadt? Wem würdest du am meisten glauben in einem Spiel für Dreijährige? Kindern. Genau. Also, Tails wird am Eingang warten und wir suchen uns ein Kind und reden mit dem Kind. Und ich weiß genau, wo dieses Kind ist. Wir trauen diesem kleinen Kind. Da. Hey Kind. Ja, sie hat ihn gesehen. Was für ein Zufall. Wie kommt das nur? Masuri geflogen. Maschinenmonster. Ja, okay, wir haben also erfahren, wo Mr. Pickle ist. Mann, das war aber einfach. Ja. Man muss einfach nur sich in die Lage eines Kindes hineinversetzen. Ja. Wer würde darauf... Was war das? Pigeons! Doing, doing, doing. Weißt du, was ein Pigeon ist? Nein. Eine Taube. Ah, okay. Ja, manchmal rede ich einfach nur Englisch aus purem Spaß. Okay, gibt's hier eigentlich noch was? Ja, es würde 4 von diesen Schattenmedaillen geben. Also ich suche einfach mal weiter. Wir haben ja jetzt noch nichts Besseres zu tun, ich möchte noch nicht weitermachen mit der Story. Auf der Suche nach den Münzen. Das sind nicht Münzen, das sind Medaillen, das sind Nachtmedaillen. Wie sind das Münzen? Mann. In diesem Spiel gibt's keine Münzen. Ja, Drecksega, immer nur hat Nintendo die Münzen. Was ist das? Okay, ich glaube hier irgendwo in den Bäumen. Okay, dann dürfte es auf der komplett anderen Seite gewesen sein. Mein Fehler. Uff. Bäm, wir schieben das zur Seite. Oh, du randalierst. Oh, oder wir machen es kaputt. Okay, hier war die. Sonst fällt mir jetzt nicht wirklich ein, wo noch eine sein könnte. Wir könnten uns noch... Also auf die eine Rail, die direkt hier über mir ist, dort kann ich noch nicht drauf. Das habe ich schon einmal ausprobiert. Da ist irgendwo eine unsichtbare Wand, wo ich nicht weiterkomme. Ist hier oben noch ein Klick. Überlegen wir mal, wo noch weitere Medaillen sein können. Wenn ich eine Medaille wäre, wo wäre ich dann? In einer Kiste. In einer Kiste. Gibt's hier Kisten? Ich glaube nicht. Nein. Oh, falsches Spiel. Kannst du mal kaputt machen. Komm, nein, ich möchte drauf. Ah, okay. Okay, nein, ich glaube da oben ist nichts. Nee, ich stecke hier fest. Ja, hier bin ich ja rübergesprungen, um zu der Rail hinzukommen. Rail. Ja, hier haben wir die eine gefunden, die jetzt nur noch so schattenmäßig hier existiert. Wenn wir versuchen, da drüber zu kommen, komme ich hier nicht drüber. Pech gehabt. Okay, hier ist nichts, sondern komme ich auch nicht dran. Mann, ich wollte mir so eine neue Klamotten kaufen. Ein hübsches Kleid. Oh Gott, das müsste man sich immer erst vorstellen. Ja, ich glaube, wir können es jetzt einmal vergessen, hier noch weiter zu suchen, weil dann glaube ich nichts mehr finden. Oder wir gehen vielleicht nochmal dort rein. Nein, wir können nicht dort reingehen. Ja, war ja klar irgendwie, oder? Wir müssen ja jetzt den Professor finden. Der ist doch gar nicht so wichtig. Ja, okay, das heißt, wir werden jetzt hier aufhören. Einfach mal so kalt und. Hier oben ist nichts. Wo ist Sonne? Oh mein Gott, er ist weg. Oh, okay. Da, ja. Das heißt, wir werden das nächste Mal hier weitermachen. Ja. Und herausfinden, wo der Professor hin ist. Also Leute, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Hast du noch was zu sagen? Ja, also... Warum ich habe gerade eine Medaille gefunden. Yay, Zufallsmedaillen finden. Okay, ja, nee, jetzt habe ich nichts mehr zu sagen. Du hast es mir versaut. Yeah, versauen extrem.